Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich gerade hier an einem Verkehrsübungsplatz. Aber nicht mit mir alleine, nein. Ich habe einen ganz tollen Gast. Guck mal hier, meine kleine 14-jährige Schwester Lady, die doch nie in einem Auto hinterm Lenkrad saß, oder? Ja. Sie weiß auch gar nicht, was hier abgeht. Ich habe sie einfach hier hingeschleppt. Wir sind einfach hier hingefahren. Wir haben gesagt, hey, heute lernen wir Autofahren. Ja, sie war tatsächlich auch beim allerersten Mal dabei, als ich Autofahren gelernt habe mit meinem Papa auf dem Parkplatz. Da hat sie alles mitbekommen und ich bin sehr gespannt, wie sie sich heute macht, ob die das überhaupt hinbekommen mit der Kupplung, mit den Gängen und so weiter. Bist du aufgeregt? Ja, ja. Ich habe ein bisschen Angst. So. Ich war so, ist sie nicht eigentlich zu klein dafür? Also, wir sind gleich groß. So. Also, zu klein ist sie nicht. Zu jung, ja. Deshalb sind wir aber auch auf einem Verkehrsübungsplatz, wo man das machen darf. Also, sie hat natürlich keinen Führerschein. Und es soll auch keine Animierung an irgendeinen da draußen sein, sich jetzt irgendwie hinter Steuer zu setzen, wenn man minderjährig ist. Aber wir proben heute mal so ein bisschen, bis du in 2 Jahren dann anfängst, deinen Führerschein zu machen. Okay? Okay. Wir kriegen das hin. Wir warten jetzt aber noch auf einen Schaltwagen, denn wir haben leider nur Automatik und das wird zu langweilig. Deshalb warten wir, bis der Schaltwagen kommt und dann wird es sehr lustig. Das wird so lustig, ich freue mich so. Wie fühlst du dich? Aufgeregt. Ja? Ich habe Angst. Hast du das jemals schon mal gemacht? Mhm. Nicht? Nee, einmal so Roller, wo Papa hinten drauf saß, aber sonst. Du bist schon mal Roller gefahren. Das schneiden wir mal raus. Oh, das ist geil. Das ist filmreif. Machen wir Verkehrsübungen mit mir, oder? Ja, sollten wir, glaube ich, die Übung rausholen. Wohin fährst du? Ich versuche, da hinten hinzukommen. Ich will die Verkehrsregeln beachten. Du kannst absolut gerade gar nichts. Nee, kann ich auch nicht. Ich verstehe dieses System hier auch gerade nicht so. Ich fahre jetzt einfach hin. Na, aber nicht gegen die Einbahnstraße. Du musst schon mit den Regeln fahren. Alter, wie soll ich denn dann da hinkommen? Du machst mich fertig. Du machst mich fertig. Du hättest einfach nicht losfahren müssen. Einfach auf mich zu hören. So, wir sitzen jetzt im Auto. Wir sind auf dem Weg zu dem Platz, wo man wechseln darf. Aber das kriegen wir seit 15 Minuten nicht hin. Weil ich da nicht hinführe. Ich will hier auch die Verkehrsregeln beachten. Ja? Du hast richtig Angst, ne? Boah, sie ist so eingespannt. Aber das ist nicht so schlimm. Wir kriegen das hin. Du hast gut abgelenkt von deinen Fahrkünsten. Genau, im Kreisverkehr und dann zur roten Fahne. Wie alle anderen auch, ja? Ja, okay. Okay, du fährst über 3 Streifen gerade. Mann, hör doch auf! Ich will doch einfach nur da hinkommen. Also du sollst ein gutes Vorbild sein für deine Schwester. Ja, bin ich. Du fährst nicht nach den Regeln. Och, Menno. Ich blinke. Ich denke echt, ich bin Fahranfänger. Wie, bist du nicht? Nö, also ich habe meinen Führerschein schon seit 7 Jahren. Oh mein Gott. Wie soll ich das machen? Okay, bist du bereit? Ja. Dann einmal wechseln. Oh. Ja, danke schön. So. Ich bin jetzt Beifahrer. Ach, und Lena, du musst dir vorstellen, wie krass ich dir vertraue, dass du jetzt in diesem Auto sitzt, ne? Hast du Angst? Was ist das, die Bremse? Das ist die Kupplung. Das ist eine Kupplung. Wir haben jetzt alles eingestellt. Wir fangen einfach mal an. Mach einfach mal das Auto an. Dabei nimmst du deinen linken Fuß und drückst auf die Kupplung. Die Kupplung ist ganz links. Drück mal richtig durch. Drück richtig durch und jetzt dreh mal den Schlüssel. Yes. Guck mal, ob die Handbremse drin ist. Ich glaube schon. Nimm mal die Handbremse. Du kannst den Schlüssel loslassen. Lass den Schlüssel los, nimm die Handbremse, zieh nach oben und dann runter. Nach oben? Und drücken, auf den Knopf drücken. Nach oben drücken kurz. Und runter. Genau. Ich hab so Angst. Alles gut, Schatz. Alles gut. So, jetzt nimmst du deinen rechten Fuß. Ja. Auf die Bremse. Nimm mal den Schalthebel. Zieh den nach links. Und jetzt nach oben. Okay, lass mal kurz checken. Ich mach's gut. Zack, jetzt bist du im ersten Gang. Jetzt nimmst du deinen linken Fuß ganz leicht von der Kupplung. Ganz leicht. Mhm. Ganz langsam fahren. Jetzt habe ich durchgedrückt. Jetzt hast du ganz langsam. Ja.
Mitte, in der Mitte, in der Mitte, in der Mitte. Die Bremse ist immer in der Mitte und die Bremse drückst du immer mit der Kupplung links und da. Immer so zusammen. Verstehst du? Erstmal die Kupplung und dann in der Mitte, dann bremst du. Wo ist die Bremse? Es ist aber auch wirklich schwer zu erklären. Also, ich bin ja kein Fahrlehrer, ne? Das muss man auch bedenken. Den Schlüssel drehen. Nochmal? Ja. Jetzt. Die Handbremse lösen. Und jetzt ganz, ganz langsam. Du kannst nur mit der Kupplung fahren. Das ist ganz, ganz langsam. Wie geht das denn? Soll ich langsam runter? So und zurück und hoch, genau. Und jetzt ganz langsam den Fuß von der Kupplung. Und du kannst immer wieder bremsen. Du kannst einfach die ganze Zeit mit dem linken Fuß auf der Kupplung bleiben und immer bremsen. Einfach nur geradeaus zu fahren. Okay. Versuch einfach nur nach vorne. Notfalls fahren wir gegen Schild. Nächstes fängt an zu rollen. Ja, siehst du, und drück mal wieder Kupplung. Nein, ja. Nur die Kupplung, nur die Kupplung, nur die Kupplung. Nur die Kupplung. Und bremse. Lenken nicht vergessen. Oh, Baby. Du machst das gut. Okay. Boah, wenn das auch die ganze Zeit will, ne? Versuch einfach immer, wenn du denkst, boah, scheiße, jetzt wird's knapp, Kupplung und Bremse, einfach beides und dann steht das auch. Durchdrücken? Durchdrücken. Schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Du hast Angst. Ich nicht Angst, aber ich vertraue dir, du kriegst das schon hin. Aber hier sind halt viele andere Autos und nicht, dass man einfach kaputt. Fuß? Nein, erstmal den Fuß von der Bremse, genau. Und jetzt langsam so und jetzt versuch schon mal links einzulenken. So? Ja. Ganz langsam Fuß von der Kupplung. Ganz langsam. Jetzt abgewürgt. Was denn? Abgewürgt. Beides durchdrücken. Das erste Mal abgewürgt auf der Kamera. So, Gang. So nicht. Warte. Was ist das drauf? Ich weiß es nicht. Das war aber echt hart knapp. Nee. Das war richtig. Sie steigt aus, sie sagt, nee, ich fahr nicht mehr, Jünter. Das war richtig. Jünter, knapp. Ich fahr nicht mehr. Bremse runter und Kupplung. Ganz langsam und links. Nach links. Lenker nach links. Noch langsamer. Du musst langsamer? Ja, ganz geschmeidig musst du. Darf ich mal den Fahrlehrer spielen und du filmst mich? Ja, komm, lass mal kurz den Eugen machen. Ja? Okay. Ich erkläre dir das. Okay? Also ich will jetzt nicht das Klischee erfüllen, dass Männer besser Auto fahren können, aber. Was soll ich machen? Halt die Kupplung. Kupplung komplett drücken. Bremse los und Kupplung wieder ganz langsam. Ganz langsam, ganz langsam. Hier ist nur Rasen, hier kann nichts passieren. So, stopp, jetzt halt auf den Punkt. Halt auf den Punkt, der Wagen fährt gleich los. Noch ein bisschen. Stopp, lass so. Halt fest, halt fest, halt fest. Und drehen. Halt fest, halt gucken. Bremse. Das war's. Das ist Autofahren. 2 Minuten, Alter. Zwei Minuten. Bist du wieder bis zu diesem Punkt? Genau. Ja, halt die Kupplung, halt die Kupplung. Halt da, genau, halt die Kupplung da. Lass sie noch ein bisschen kommen, die Kupplung, noch ein bisschen. Nee, ist zu viel. Versuch mal ein bisschen rechts aufs Gas, ganz, ganz langsam. Ja. Oh. Nein! Versuch rechts ein bisschen aufs Gas, rechts. Ja, sehr gut, sehr gut. Nach Lenken? Links, genau, sehr gut, Leni. Sehr gut. Oh mein Gott! Ja, du machst das sehr gut, sehr gut, sehr gut. Läuft bei dir. Sehr gut, sehr gut. Genau, bisschen aufs Gas, rechts, bisschen, nur ein bisschen, ganz, ganz leicht. Ja, genau. Sehr gut, ein bisschen auf die Bremse, bisschen, mit der Kupplung, genau, perfekt. Und jetzt nochmal links. Links? Genau. Ey, du hast deine erste Runde gemacht. Okay, jetzt einparken. Und jetzt hier links rein. Links rein, Kupplung und Bremse. Kupplung und ja, fast. Oh mein Gott, ja, fast. Fast. Hey, du hast es sehr gut gemacht. Mega, sehr, sehr geil. Nächstes Mal machen wir es mit Lisa auch und dann fahren die beiden gegeneinander Auto. Oh, Autorennen. Ja. Aufs Gas. Ja, bewegt sich gleich, bewegt sich gleich. Bisschen aufs Gas. Noch ein bisschen. Und. Okay. Ey, wir haben geparkt. So,
So, Leni, das war deine erste Fahrstunde von mir und von Eugen. Das ist nebensächlich. Ich bin ja keine Fahrlehrerin. Du hast dich sehr gut geschlagen. Dankeschön. Und ich würde sagen, falls ihr noch einen Teil sehen wollt, wo Lena mal um den kompletten Platz fährt, vielleicht um Hütchen rum, vielleicht irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein... Da, aber dann üben wir ein paar Mal vorher, ja. Das ist so ein Slapsch. Das war jetzt wirklich kalt ins kalte Wasser, ne? Das war wirklich, wirklich. Sie konnte sich auch gar nicht vorbereiten, gar nichts. Deshalb hast du es sehr, sehr gut hinbekommen. Ich habe es für meine ersten Stunde nicht so gut hinbekommen. Muss man auch dazu sagen. Liegt vielleicht auch an meiner Haarfarbe. Und wir haben auch fast keinen Unfall gebaut. Das waren die anderen hier. Deshalb, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, würdet ihr uns riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und bitte seid ganz lieb zu ihr. Ja. Das war eine Überraschung. Ja, sie hat sich gar nicht darauf vorbereiten. Gar nicht. 0,00. Aber das hast du sehr gut gemacht. Mama wird stolz sein. Ja. Ansonsten sehen wir uns am Sonntag bei einem neuen Video und